So, ich grüße euch, Martin hier, der Options Trader. Kurzes Update, nichts Neues gleich vorab, aber einige, ja, Infos und Pläne, wie auch immer, so dass wir uns ein, noch, wie gesagt, dass wir immer aktuell bleiben. Zeit geht schnell rum, es hat sich auch einiges getan. Jetzt sind auch die Optionsscheine hier entgegen der, naja, erstmal mündlichen Vereinbarung, ne, des BMF gegenüber den Banken, die sich jetzt plötzlich aufregen, dass es dann doch gesetzeswidrig ist. Das Problem ist, ich glaube auch, dass bewusst die Banken vielleicht hinters Licht geführt worden sind, denn die Jahresfrist war ja noch letztes Jahr. Es ist kein Zufall, dass das BMF-Schreiben extra jetzt hier in dieses Jahr hinein verschoben worden ist. Denn Optionsscheine sind Termingeschäfte, egal nun, ob sie jetzt hier über den Kassamarkt erworben werden. Ich werde gleich einen Link jetzt nochmal zu Wikipedia hier sehen und der Bundesgerichtshof erklärt ist also ganz klar. Also es hätte mich sehr stark gewundert. Das Zweite ist natürlich, würden die Optionsscheine zu den Termingeschäften, also nicht zu den Termingeschäften, gezählt werden, wäre das auch natürlich auch vorteilhaft für die andere, für die Klage generell, weil es gibt ja keine Rechtfertigung, warum Optionen plötzlich anders behandelt werden sollen als Optionsscheine. ja. Und das Ganze ist halt nun mal ein Kasperltheater, ne? Und die Räuber. Räuber Hotzenplotz. So, wie. Was, wie ist jetzt der aktuelle Stand zu bewerten oder unsere Klage? Naja, ich denke, wir haben das ganz gut gemacht, dass wir letztes Jahr noch innerhalb der Jahresfrist das Gesetz angegriffen haben. Denn das Bundesverfassungsgericht oder anders ausgedrückt, wir haben ja die Klage sehr, sehr substantiiert mit auch konkreten also Beispielen erstmal ja, vorgelegt, so dass das Gericht sich auf jeden Fall intensiv mit der Sache beschäftigen muss. So. Und jetzt kommt auch eine gewisse Psychologie ins Spiel. Natürlich haben wir jetzt hier den Bundesrat gehabt, der uns noch geholfen hat. Wir haben das nachgelegt. Wir haben auch sehr viele Fachartikel, die ich leider hier nicht veröffentlichen kann, weil sie kosten, also halt geschützt sind von Copyright. Ich habe aber ein paar wesentlichen Gedanken kurz aufgegriffen, damit ihr ein bisschen Ahnung habt, dass wir schon das Richtige tun. Und jetzt ist das so, das Bundesverfassungsgericht könnte, also übrigens, Entschuldigung, dass ich da hin und her, ich bin schon ein bisschen müde, aber ich wollte es einfach mal loswerden, also verzeiht mir ein bisschen vielleicht die Unkonzentriertheit so hier. Wir haben ja schon das Ding ja fast schon 4 Monate so vorliegen, ja, also beim Gericht. Das ist, finde ich, schon mal positiv, dass wir zumindest mal keine Absage bekommen haben. Warum sage ich das? Naja, weil aus der Vergangenheit, wenn man so die Rechts-, also die Urteile sieht oder Entscheidungen, da wurden einige Klagen eingereicht und nach 2, 3 Monaten gab es dann also schon sehr schnell Ablehnungen aus diesen und diesen Gründen. Und dahingehend, je länger sozusagen sich das Gericht damit beschäftigt, desto positiver sehe ich das. Warum ist das positiv? Naja gut, nochmal. Wir haben ja sehr gründlich vorgelegt. Und jetzt hat das Verfassungsgericht die Möglichkeit zu sagen, jetzt müssen wir uns ja sowieso damit beschäftigen. Würden wir jetzt denn die Klage abweisen und warten, bis die Rechtswegerschöpfung hier vollzogen wird? Haben wir es ja wieder auf dem Tisch und müssen uns ja genauso, da kommt ja nicht viel Neues, da kommen vielleicht nur ein paar Urteile, die man dann bearbeiten kann, aber der grundsätzliche Klage ist ja schon da, ja? Und dann haben sie aber zweimal die Arbeit und kein Mensch, kein Richter möchte doppelte Arbeit haben. Das war also mal ein Vorteil, warum wir hier Erfolg haben können, weil hätten wir jetzt die Klage mit 2 Seiten jetzt hier nur abgegeben, wäre es natürlich ein bisschen einfacher, vielleicht fürs Gericht zu sagen, hey, jetzt warten wir erstmal ein paar Gerichte ab. Ja? Aber hier wurden auch wirklich sehr viele Urteile. Also Herr Hummel hat da sehr gute Arbeit gemacht, sodass die jetzt hier ins Eingemachte gehen müssen, um das abzulehnen. Das heißt, um eine Ablehnung zu machen, dass es nicht fundiert ist oder aus irgendeinem anderen Grund,
wäre mehr Arbeit wahrscheinlich, als jetzt eine Entscheidung zu fällen. Ja, dann können wir es gleich fällen. Also da denke ich, haben wir ein paar Pluspunkte. Ja? Den Eilantrag werden wir nicht stellen, weil meines Erachtens das kontraproduktiv wäre. Ich hatte das zwar im Dezember gesagt, aber ich habe meine Meinung geändert, auch aufgrund einiger Ratschläge von einigen Anwälten, also Herr Hummel, und habe noch zwei andere Anwälte gesprochen. Auch ein paar Members aus der Community haben gemeint, dass sie das aus diesen und den Gründen nicht machen würden, und dem folge ich. Es macht Sinn. Wir füttern das Gericht sukzessive mit einigen noch Artikeln, Fachartikeln aus dem Steuerrecht und also richtige Fachliteratur, also aktuelle Fachkommentare. Und wir werden hier auch schon ein paar Trader nochmal anhängen, die jetzt vor der 20.000-Grenze stehen, also schon erreicht haben. Und dann füttern wir eher sukzessive jetzt das Gericht mit aktuellen Problemen, sodass das Gericht merkt, naja, das ist ja jetzt nicht nur ein oder zwei, das sind jetzt schon Tausende. Gut, dass jetzt auch die Optionsscheine dazukommen, das hilft dem Ganzen sicherlich nochmal. Wir werden da auch nochmal nachlegen, einige Artikel aus dem Handelsblatt, FAZ. Also jede 10 Tage planen wir so ein kleines Paketchen nachzuschieben. Ja, halte ich momentan oder auf Basis dessen, was jetzt vorliegt hier, für das Beste, und lassen einfach mal das Gericht so ein bisschen hier schalten und walten. Die sind ja nicht doof, die Richter. Ich folge nicht der Argumentation auf meinen Kanälen oder auf anderen Boards, Chatrooms, was auch immer, dass die Richter hier befangen sind wegen der Partei. Das ist jetzt hier ein ganz, ganz grundlegendes Problem. Denn der Staat verlässt sehr viele Grundprinzipien bei dieser Besteuerung. Ja, ich wähle jetzt aus einem Artikel, den ich gelesen habe, das ist ein bisschen anstrengend, Samstagabends, das steuerfachliche Artikel zu lesen und ein paar Sachen wiederzugeben, aber vielleicht nur ein paar Sätze dazu. Der Staat wählt, wie gesagt, bei der neuen Besteuerung eigentlich nur selektiv die positiven Geschäfte aus. Und es gibt eine grundlegende, und das interessiert das natürlich das Verfassungsrecht, eine grundlegende Gedanken der staatlichen Partizipation am Ergebnis des Wirtschaftens. Ja? Das heißt, der Staat besteuert damit die geglückten Geschäfte, also mit den neuen Regelungen, und lässt praktisch die Verluste außen vor. Das heißt, prima, ich habe jetzt nicht nur Teil deines Wirtschaftens, sondern ich picke mir jetzt nur die Vorteile raus. Alleine dieser Gedanke, ja, also dieser Sachverhalt wird schon das Verfassungsrecht beschäftigen müssen. Nur sagen, ja, ist das okay, dass du, lieber Staat, dir nur die geglückten Geschäfte rauspicken kannst? Das wäre fatal für andere Personen, Gewerbetreibende, was auch immer, denn was viele nicht verstehen, oder bin ich ein bisschen enttäuscht auch von der Steuerberater- und Wirtschaftsprüferlobby, dass sie das einfach so hinnehmen, verstehe ich jetzt nicht so ganz, denn es werden sehr viele grundlegende Besteuerungssystematiken verlassen. Ja, es hat ja mit dem Trading in der Form eigentlich schon jetzt nicht direkt was zu tun. Denn es kann sein, dass es morgen bei der GmbH oder egal wo, beim Handwerker, wie gesagt, genauso jetzt passieren kann. Und das ist schon etwas sehr Gravierendes, womit sich eben das Verfassungsgericht jetzt beschäftigt. Es beschäftigt sich jetzt nicht unbedingt über einen Bullput oder Bergkohl, sondern darum, wie behandelt der Staat unterjährig deine gleichartigen Gewinn und Verluste. Das interessiert den Staat. Und er interessiert auch, was passiert, wenn wir dem Recht geben, was werden die nächsten Konsequenzen sein. Und da wird das Ganze auch Steuerrecht eigentlich total gekippt werden müssen. Ja, denn wir werden gleich zu einigen Beispielen kommen. Das heißt, Gewinn, ja, ist eine zeitbezogene Saldogröße, eine Jahresleistungsfähigkeit. Darauf basiert unser Steuerrecht, unsere Steuergesetze, dieser Teilhabegedanken unserer Gesellschaft. Ne? Und da wird auch jetzt hier der neue Paragraph nichts ändern. Ne? Das heißt, wird nicht jeder
einzelne Geschäftsvorfall besteuert, sondern eben nur die Summe aller einkommensteuerbaren Tätigkeiten des Steuerpflichtigen innerhalb des Veranlagungszeitraumes. Einkünfte ist das saldierende Ergebnis einer Gesamttätigkeit innerhalb einer Periode. Daran ändert, wie gesagt, auch dieser Paragraph nichts, denn du musst ja das muss ja auch planen, du musst ja sagen, okay, ich möchte am Jahresende einen Plus haben und dann wirtschaftest du und du benutzt Termingeschäfte, du weißt ja nicht, was vorher rauskommt und der Staat hat nicht das Recht, dir unterjährig einfach nur die Gewinne hier zu besteuern und sogar noch das Geld abzuziehen. Das ist unglaublich. Das findet zwar dieses Jahr noch nicht statt, aber sollte nächstes Jahr stattfinden, aber ich bin eigentlich sehr sicher, das ist meine Meinung, wie gesagt, das hat kein Rechts, hat keinen verbindlichen Charakter, aber es ist mein, nachdem ich so tief drin stecke, wird das in 2, 3 Monaten vom Tisch sein. Denn es ist auch so, letzter Appell, hier sehen wir aktuell, Verlustrechnung, Plan von Oberschuld trifft wie ein Skalpell nur die Privatanleger. Interessant ist natürlich hier, appellieren Interessenvertreter geschlossen an das BMF wieder zur Linie aus dem Juni 2020 zurückgekehrten Optionsscheine nicht als Termingeschäfte einzuordnen. Also generell kann das das BMF, aber es wird sehr, sehr schwierig sein, das separat zu trennen und zu begründen. Ne? Denn die gehen hier vor den Kassa und den Termin, also vor den Kassa, ne? Also Zug um Zug. Jetzt ist es aber so, dass BGH, jetzt muss ich es wieder finden, sagt hier, zum Beispiel Optionsscheine auf Aktienindizes oder Aktienkörbe werden vom BGH zu den Börsentermingeschäften gezählt, obwohl bei ihnen die Möglichkeit einer Glattstellung durch ein Gegengeschäft am Terminmarkt nicht besteht. Solche Optionsscheine ermöglichen keinen effektiven Bezug des Basiswertes und stellen stattdessen auf Barausgleich eines Differenzbetrages ab. Für Geschäfte mit selbstständigen Bandbreiten nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers fallen Leerverkäufe auch darunter. So. Darüber hinaus gehören nach dem Willen des BGH zu den Termingeschäften auch nicht ernst gemeinte Kassageschäfte. Ja, das sind sozusagen eben diese Optionsscheine, bei denen die Parteien ohne einen hinausgeschobenen Erfüllungstermin zu vereinbaren durch Nebenabreden oder durch tatsächliche Art des Vertrags sofortiger Leistungsausgleich als charakteristisches des Kassageschäfts ausschließen. In Wahrheit keine Lieferung beabsichtigen, ja, sondern Spekulationsgewinne durch Gutschriften aus gleichartigen Geschäften erzielen wollen. So, das heißt, wir haben hier das Problem, dass praktisch hier trotz des Charakters, ja, des Kassageschäfts hier, der Wille oder der Wille des BGHs praktisch hier ganz klar ist, dass eben das auch nicht ernst gemeint ist, dass du die Aktien tatsächlich willst. Egal nun, ob du sie über den Terminmarkt jetzt dieses Geschäft eingehst, das Optionsgeschäft oder jetzt hier mit der Bank. Ja, es geht jetzt hier, also das wird schwierig sein, oder es wäre auch schwierig gewesen, das durchzubringen, ob ein BMF-Schreiben tatsächlich das so machen kann. Aber Herr Hummel meint, ja, es wäre schon möglich, das zugunsten einiger Gruppen zu machen. Nun wäre es aber, wie gesagt, für uns Options-Trader, Options-Trader, Futures-Trader natürlich viel einfacher zu sagen, Moment, warum die und wir nicht? Und dann hätte das Bundesverfassungsgericht natürlich da ein einfaches Spiel. Und hier nochmal vielleicht ganz kurz noch zum Einkommensteuergesetz. Steht hier ganz klar geregelt, die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer. Und nochmal, und das ständig, es wird auch wirklich, ich verstehe das langsam schon nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, dass von einigen Artikeln, Fachzeitschriften ständig von, dass der Gewinn nicht richtig da, also ja, ich weiß es nicht, formuliert wird. Ich rede lieber von Einnahmen, Ausgaben, denn nochmal, der Gewinn ist eben das der Jahressaldo deiner Tätigkeit während des Jahres. Es kann unterjährig kein einkommensteuerrechtlichen Gewinn, kann nicht existieren. Ja? So, das heißt, es ist de facto keine Besteuerung auf Gewinne, ja, sondern auf Einnahmen.
Ganz klar. Und auch hier wird ganz klar das Bundesverfassungsgericht uns recht geben müssen. Geht gar nicht anders. Da müssten sie nämlich jetzt hier Einkommensteuer § 2.7 ändern. Einkommensteuer ist keine Jahressteuer, sondern es können auch Einnahmen während des Jahres besteuert werden. Das müssen sie dann alles ändern. Ja, wegen Herrn Scholz. Und wenn sie das ändern müssten, ja, dann haben wir ja schon wieder den Bundestag, Bundesrat im Spiel. Und dann merken vielleicht, würden vielleicht einige merken, was sie da eigentlich angerichtet haben. Und das ist nur ein Beispiel, das ist jetzt hier nur, wie gesagt, hier beispielhaft, dass vielleicht diejenigen, die ja vielleicht nicht so tief drinstecken in der Form und vielleicht sich jetzt nur, also Gedanken machen, ja, und jetzt Options und der Staat möchte jetzt die Privaten hier anders ausgedrückt, sorry, dass das mit dem Trading ja nichts zu tun hat. Denn ob jetzt ein Optionsschein spekulativ ist oder nicht, hat mit der Steuer nichts zu tun. Es ist ein Geschäft und der Staat möchte, dass er möchte Gewinne haben. Oder wenn wir Gewinne machen, möchte er teilhaben. So, da kann er jetzt nicht, das haben wir gerade gesagt, sich jetzt nur die Rosinen rauspicken. Ja, das wissen wir natürlich alle. Er kann es natürlich nicht nur sagen, okay, das ist jetzt ein böses Termingeschäft, aber die Gewinne musst du uns geben. Da müsste er völlig drauf verzichten, sagen, das ist Privatvergnügen. Ne? Das heißt, ich möchte keine Steuer, aber du brauchst auch hier keine Verluste hier anrechnen. Dann würde es ja so schädigend sein für den Staat, wäre das ja die bessere Variante. Ne? Er sagt, okay, mach was du willst mit deinem Termingeschäft. Ja? Wie beim Glücksspiel. Jetzt, wenn er aber sagt, ich halte die Hand auf, muss er sich natürlich an seine eigenen Gesetze hier halten. Ne? Und einfach sagen, okay, wenn ich jetzt am Jahresende ein Plus habe, wenn ich besteuere, wenn ich ein Minus habe, dann zahle ich halt keine Steuer. So, wie gesagt, das hat mit Termingeschäften, ob sie spekulativ sind, Totalverlust führen, völlig uninteressant. Das ist völlig uninteressant. Ja? Wir dürfen an den Märkten hier, falls uns müsste wirklich in der Tat das Gesetz ergeben, dass die Privatpersonen hier nicht teilnehmen dürfen an den Märkten, es wäre kein Problem, dann wäre die Steuer unproblematisch, denn dann gäbe es sie ja gar nicht, wäre ja hinfällig. Ja? Und das ist halt eben nochmal die ganze Geschichte. Und wie gesagt, die Klage läuft. Wir haben in der Form noch nichts gehört. Ich erwarte da auch jetzt, sage ich mal, so schnell nichts. Denn aufgrund jetzt die Sachen, die ich jetzt hier kurz besprochen habe, das sind ja nur ein paar Punkte, geht das Ganze schon in die Tiefe. Ja? Und das große Problem, was kommen könnte oder wo wir jetzt hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht die Sache auch versteht, also das Ausmaß, dass es wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht zu den Finanzgerichten, also dass die Finanzgerichte sogar den Klägern Recht geben, sodass es gar nicht, niemals, nie, ne, zu den Verfassungsgericht kommen wird, ja, oder kann, weil eben einige Klagen erfolgreich sein werden beim Bundesfinanzhof, beim Bundesfinanzgericht, ja. Und daher gäbe es wahrscheinlich oder würde es vielleicht gar keine Verfassungsklage geben. Das ist ja das Schlimme. Aber was existiert dann? Eine große Unsicherheit. Jede Tausenden von Tradern müssten klagen. Ja, denn ein Urteil ist in der Form nicht bindend. Jedes Finanzamt kann sagen, bei dir ist es anders. Und das wäre ein riesiger, riesiger Verwaltungsaufwand. Letztendlich wird es aber dann in die Praxis wieder, wird das halt so sein, dass natürlich dann
schneller abgearbeitet wird, die Klage in der Form, aber es ist ja Quatsch, ja. So dass das Verfassungsgericht das natürlich auch im Auge hat und sagt, okay, ja, wir prüfen, ist das fundamental gerechtfertigt oder ist das wirklich bedenklich? Welche Konsequenzen hätte das, wenn wir das verschieben, bis vielleicht irgendjemand oder die tausenden Trader so viele Gerichtsvollzieher vor der Tür haben, dass wir dann entscheiden, ob das rechtswidrig ist? Ich persönlich glaube das nicht, denn das sind keine dummen Leute. Die haben auch in der Vergangenheit schon sehr gute oder was heißt, sehr, ja, ausgefeilte Urteile hinsichtlich Termingeschäfte hier gefällt, so dass man das Verfassungsrecht nicht unterschätzen soll in der Form, denn sie holen sich auch natürlich auch Rat. Es kann auch hier mündliche Verhandlungen kommen, es kann hier überhaupt noch zu einigen Sachverständigen Stellungnahmen kommen, was auch immer. Und daher erwartet bitte jetzt nicht, dass wir vielleicht jetzt zeitnah was hören. Mein Tipp ist so eher März, April, Mai. Denn ich denke, das Verfassungsrecht hat vielleicht auch noch ein bisschen was zu tun wegen dieser Corona-Geschichten, sodass wir natürlich nicht genau wissen, wie ausgelastet jetzt hier das Gericht ist. Aber ich denke, in der ersten Jahreshälfte sollten wir was hören. Sobald wir irgendetwas bekommen, sprich irgendwas, werde ich euch natürlich hier informieren und ja, ich bedanke mich für das Zuhören und wünsche euch weiterhin viel Glück beim Traden. Und ich bin der Meinung, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Und ich bin sehr froh, dass wir was gemacht haben, so wie wir es gemacht haben. Und lasst euch von diesen ganzen Geräuschen oder Kasperltheater da jetzt nicht verwirren. Ich persönlich werde dann sowieso klagen beim Bundesfinanzhof, wenn es soweit käme, ja, in der Form. Habe aber natürlich auch etwas anzubieten. Bin jetzt hier nicht nur der Kläger, sondern ich habe oder werde hier auch einige noch Kurse anbieten mit dem neuen Steuergesetz. Ihr braucht weder GmbH noch sonst irgendwas gründen dafür. Also ich habe auch sehr interessante, gute Techniken jetzt mir entwickelt oder verfeinert, die man super umsetzen kann, trotz dieser Gesetzeslage. Also wie gesagt, da wird doch was kommen, wer Interesse hat. Und ja, alles klar, dann wünsche ich einen schönen Abend, macht's gut.